Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Sonderausgabe Let's Play Train Simulator 2014. Ich hatte es ja groß angekündigt in der Folge 7. Es wird jetzt einmal in der Woche ein extra Video geben, was unter Sonderausgabe läuft. Und da möchte ich eben halt die vielen Eisenbahnfreunde unter euch zufriedenstellen. Und wie macht man das am besten? Natürlich mit Eisenbahnmusik. Und das soll ein bisschen hier stattfinden. Also sprich, alles soll hier rein, was so ein bisschen extra ist. Fahrzeug vorstellen, neue Fahrzeuge, neue Strecken vorstellen. Also ne, so ein bisschen alles, was extra ist. Und heute sind wir unter dem Motto unterwegs, Donner und Dampf an der Lehne. Ich möchte mit euch heute fahren die 52 von Fienentrop bis nach Pletenberg. Das ist nur eine Haltestelle. Im Mittelpunkt soll natürlich die Dampflok stehen und der Sound. Und der Ablaufplan sieht folgendermaßen aus. Wir werden bis zum ersten Tunnel fahren. Ich werde häufiger die Kameraperspektiven wechseln, dass man die Dampflok mal ein bisschen auch mal von außen hört. Also werden wir bis zum ersten Tunnel fahren, dort anhalten. Dann werde ich eine andere Kameraperspektive wählen, dann gibt es eine erschwerte Anfahrt im Tunnel, dann wird der ganze Zug zurückgedrückt, dann gibt es nochmal die erschwerte Anfahrt in der Führerstandsperspektive und dann werden wir weiterfahren Richtung Pletenberg und vorm Bahnhof Pletenberg nochmal anhalten und dann gibt es noch ein kleines Extra oben drauf und noch ein paar Schlusswörter von mir und dann haben wir es auch schon. Und ja, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Genießt es, das ist die Hauptsache, dass die vielen Eisenbahnfans diesen wundervollen Klang der Musik, des Sounds, genießen. Und ja, dann wählen wir jetzt mal den Zug aus. Leute, ich freue mich ja so da drauf, ne? Ich bin ja auch so ein großer Eisenbahnfan und gerade von Dampfloks. Und ich mag es ja auch, wenn man es ein bisschen kerniger in der Landschaft hört, wenn die Lok so richtig schön am Ausrasten ist. Sagen wir es so rum. Wir fahren bis nach Pletenberg. Und es wird ja frühs morgens. Nee, das können wir nicht machen. Ne? Heute ist ja Sonntag und das können wir da nicht machen. Um da in Herrgottsfrühe da mit der Dampflok da durch die Landschaft zu ballern. So, deswegen nehmen wir 12 Uhr. Es ist klarer Sonnenschein. Da sieht es am besten aus. Und Frühling. Ja. Und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn wir soweit sind. Und dann jede los. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Da machen wir direkt mal die Beleuchtung hier vorne an. Das ist die wunderschöne 52er mit Steifrahmentender. Und ja, ich muss noch mal kurz den Fahrweg hier ändern, denn wir haben hier vorne halt erwarten. Und das soll natürlich nicht sein, deswegen mal kurz Spieler zentrieren. Und dann machen wir, zack. Da fahren wir lang. Einmal hier durch die Rangierabteilung oder Abstellkammer, was auch immer das darstellen soll. Dann brauchen wir die Weiche. Dann fahren wir da rüber, da lang und da lang und dann haben wir es. Genau. So, jetzt haben wir auch langsam fahren hier. Und ja, dann wünsche ich viel Spaß. Und dann geht es los. Da haben wir ein bisschen Radschlupf. Das ist nicht gut, weil sie noch nicht so ganz den Hauptluftbehälter aufgefüllt hat mit Luft. Da müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Ah, jetzt sinkt er hier. Das ist gut. Jetzt löst er die Bremsen aus. Ne? Jetzt hat er so viel Druck aufgebaut, dass er die Bremsen auslösen kann.
jetzt aber hier. Der fette Sound. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt alles reibungslos funktioniert. Ich habe das mal so teilweise mal so ein bisschen getestet. Und da hatte ich so ein paar Probleme. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt alles geklärt ist. Ja, das war natürlich jetzt voll mit Absicht. Ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Es tut mir sehr leid. Nein, das war wirklich jetzt mit Absicht. Ich wollte nochmal die Anfahrt von außen zeigen. Beziehungsweise, was heißt zeigen? Zu hören geben. Jetzt müssen wir natürlich wieder einen kleinen Moment warten, bis er die Bremsen ausgelöst hat. Was soll eigentlich das hier darstellen? Luftpumpe. Aber die ist doch an. Oder geht das jetzt schneller? Ja, die muss ja an sein. Sonst haben wir ein Problem. Was mir ein bisschen hier fehlt an der Dampflok, möchte ich gleich mal sagen, ist die Glocke. Die fehlt mir, die Bümmel. Die fehlt mir ein bisschen. Ja, es tut mir auch nochmal an der Stelle leid, ich habe keine besseren Wagen gefunden für den Zug heute. Den habe ich ja extra für heute zusammengestellt. Und dann mache ich auch gleich mal mein Mikrofon auch ein bisschen lauter. Ich will ja auch ein bisschen was davon haben, ne? So. Gibt schon mal das erste für die Ohren. Sagt hier der Kesseldruck hier. Also mein Kollege kann da ruhig noch mal ein bisschen, ne, so dass die Nadel so hier ist und dann bin ich vollkommen zufrieden. Ich glaube, ich hätte doch selber heizen sollen. Mann. Dem Computer muss man erst erklären, wie das Ganze funktioniert.
muss ich jetzt eben halt meine Fahrweise ein bisschen anpassen. Ja, was gibt es noch so Schönes zu der Lok zu sagen? Baujahr 1945 von Borsing. Die Dampflok 52 ist eine abgespeckte Variante der Baureihe 50. War ja zum Weltkrieg, war es ja so gewesen, dass das Material, die Materialbeschaffung einfach zu aufwendig war. Und man wollte ja das Ganze eigentlich vereinheiten. Ich muss mal kurz ein bisschen räuspern, Entschuldigung. Ja, und daraus ist dann eben halt einfach die 52er entstanden. Die war dann im Zusammenbauen ein bisschen einfacher. Und es wurden dann die verschiedenen Einzelteile aus Standorten geliefert. Und dann wurde die eben halt bei Borsing einfach nur noch zusammengebaut. Und somit konnten mehr Dampfloks pro Tag zusammengebaut werden. Ich habe jetzt nicht mehr so ganz genau die Daten im Kopf, aber ich glaube, es waren wohl um die 60 Loks, die da pro Tag zusammengebastelt wurden. Und es gab ja wirklich eine Menge an Dampfloks. Also von der 52er gab es eine riesengroße Anzahl. Ja, echt Wahnsinn. Wenn man jetzt so überlegt, wie oft man jetzt noch eine 52er durch die Landschaft fahren sieht. Ja, schon erschreckend. Ach, Kiddies, ich freue mich ja so, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, Höchstgeschwindigkeit ist 80. Okay, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich würde heutzutage mit keiner 52er 80 km/h fahren. Das ist 70 vielleicht, aber mehr auch nicht. Weil dann fängt es doch ganz schön an zu wackeln auf der Kiste. Eine Dampflok wackelt ja sowieso, das ist ja echt Wahnsinn. Also wer schon mal auf dem Führerstand mitgefahren ist bei voller Fahrt, der weiß das, wovon ich rede. Das ist, da kann man ein Glas mit Milch hinstellen und dann hat man Milchshake, ja. Außensichtkamera hier. So, mal ein bisschen einräuchern hier. Schumm. Ja, toll, 53. Cool. Das war jetzt rein zufällig. Ja, ich fahre gerade ein bisschen dampfsparend, in der Hoffnung, dass der Druck ein bisschen höher kommt. Jetzt weiß ich nicht, sind die Luftklappen schon offen oder zu? Nee, so sind sie zu. Also auf. Die brauchen wir. Mann, der soll mal vernünftig Feuer da drinnen machen. Soll mal richtig abgehen hier. Komm, tu was für dein Geld, du Heizer. Sind hier nicht bei der Harzer Schmalsporn? Mann, der kann ruhig mal ein paar Schippen mehr drauflegen da. So, und da unten hier in der Anzeige, da sehen wir jetzt schon den Tunnel. Das wird unser Opfer. Jetzt ein bisschen den Regler mal weg, weil das geht da ganz schön steil runter und ja,
da direkt anzuhalten, so dass das funktioniert, das ist schon echt eine hohe Kunst. Aber ihr seid es mir wert. Das mache ich. Ich streng mich richtig an, dass das jetzt alles reibungslos funktioniert. Und ich hoffe auch, dass die Soundqualität ganz gut ist, weil es geht. Also so höre ich das jedenfalls über die Kopfhörer. Ich hoffe, dass das echt ganz gut läuft. Alles. Nö. Oh Leute, gleich ist es soweit. So, ich sag dann nochmal Bescheid, wenn es dann losgeht. Ne? Dann könnt ihr mal die Boxen, wenn ihr Nachbarn habt, die euch ein bisschen auf den Sack geht, mal ganz weit aufdrehen. Richtig weit. Ja, aber nur wenn es nicht 22 Uhr ist, ne? Weil ab 22 Uhr ist ja Nachtruhe und so ein Kram, ne? Also deswegen, ne? Wenn ihr das Video seht und es ist sonntags, frühmorgens um 8 Uhr, dann jetzt dürft ihr dann mal so richtig die Boxen schön aufdrehen und es euren Nachbarn mal ein bisschen zurückzahlen. Ich übernehme aber an der Stelle keine Haftung für Anzeigen wegen Ruhestörung oder so, ne? Also nicht, dass ihr dann da sagt, der Stefan hat aber gesagt, wir sollen das machen. Nein, nein, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich kann euch nur den Tipp geben, dass das jetzt ein richtig schöner, geiler Sound wird. Ah genau, jetzt geht es nämlich hier ganz schön bergab und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich genau an der richtigen Stelle anhalte. Das ist nicht so einfach mit der alten Dame hier. Aber das sieht gut aus, das könnte was werden, das könnte was werden. Ja, komm, noch ein kleines Stückchen, dann hast du es geschafft. Ja, wunderbar, so ist geil, so ist geil. So. Jetzt geht's los, meine Lieben. Wie ihr gerade hört, ich habe den EFX-Sound an. Das ist die kleine Überraschung, von der ich gesagt habe. Und ihr könnt euch jetzt fast schon denken, was jetzt kommt. So, da brauchen wir 60. Ja, 60. 60 nehmen wir. Bremse voll anlegen. Ja gut, soll jetzt reichen. Ist jetzt egal hier. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, jetzt gehe ich einmal in die Außensichtsperspektive. Wenn das jetzt aber machen würde. So. Mit der Kamera 8. Und einmal ans andere Ende des Tunnels. So. So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich sage dann euch Bescheid. Jetzt bitte, ich bin jetzt ruhig. Ich übernehme keine Gefahr auf Polizeianrufe, weil eure Nachbarn sagen, es ist zu laut. Ihr dürft jetzt die Boxen mal richtig schön aufdrehen. Volle Kalunte da.
So, das war jetzt einmal in der Außenperspektive und jetzt erfolgt das Ganze einmal vom Führerstand aus. Dazu setzen wir den Zug jetzt einmal zurück. Müssen wir natürlich jetzt wieder ein bisschen warten hier, bis der Druck wieder runterkommt. Ja, das war jetzt ein bisschen zu weit, aber das kriegen wir schon hin. Das macht überhaupt nichts. So, jetzt räumen wir ja schon ein Stückchen wieder nach vorne. So. So, und jetzt nochmal das gleiche von vorne. Bitte jetzt für alle Eisenbahnfans die Boxen ein bisschen aufdrehen. Ich mache natürlich jetzt meine auch nochmal ein bisschen laut. So. Ja, ich hoffe, das kleine Extra hat euch gefallen.
Ich hoffe, ich habe da nicht zu viel versprochen. Und ja, wir fahren jetzt in einen Zug durch bis nach Pletenberg, beziehungsweise kurz vor dem Bahnhof Pletenberg halten wir nochmal an. Und dann gibt es noch ein kleines Extraschen und noch ein paar Schlussworte von mir. Und dann haben wir das auch. Müsste jetzt einfach noch mal sein. So. Ja, ich glaube, das reicht so. Schwupp. So, einen kleinen Moment. Jetzt geht es erstmal nach da vorne. Ups. Da wollten wir nicht hin. Da wollten wir hin. Na, Mensch. So. So. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, weil jetzt kommt ja noch die kleine Überraschung, die ich für euch habe. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das Ganze vorstelle. Moment, ich hatte da jetzt mal bei der Probefahrt mal ein kleines Problem mit dem Auspuffschlag. Ja doch, hört man. So, ihr bekommt jetzt von mir eine Reisezuganfahrt mit der 52. Ich werde den Zug nicht am Bahnhof anhalten, sondern er wird durchrauschen. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid richtig auf eure Kosten gekommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt von solchen Folgen, dann zeigt mir das in dem Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mich auch ruhig bei Facebook an. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal oder wieder zur nächsten Sonderausgabe am nächsten Sonntag. Und ja, das Motto dann dieser Sendung, das suche ich mir dann noch raus. Da muss ich nochmal gucken. Und dann würde ich sagen, dann wünsche ich jetzt nochmal mit dem nun folgenden Sound sehr viel Spaß. Bis dahin, auf Wiedertschüss.